Jetzt kommen wir zu den Unterschieden zwischen dem Kraftreißen, dem Standreißen und dem Reißen, wie es auch im Gewichtheben durchgeführt wird. Zunächst einmal das Kraftreißen. Das Kraftreißen ist gekennzeichnet dadurch, dass in den Stand gerissen wird, ohne eine Konterbewegung unter die Hantel durchzuführen. Jetzt im Gegensatz dazu das Standreißen, deutlich leichter durch das Untergehen durch die Hantel. Man bleibt jedoch weitgehend im Stand. Noch eine Wiederholung. Ja. Und letzten Endes jetzt noch einmal das Reißen, wo man komplett unterhockt, technisch am schwierigsten. Jedoch lassen sich dadurch die höchsten Gewichte realisieren.